da sind wir, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Erledigt der 71, Präzision 58 nur, obwohl wir so viele Kopfschüsse gemacht haben. Ball der Waffe, 6 Schüsse. Auszeichnung der Ball, Kopfschuss, ja. Duell, Pat Garrett, ehrenhaft getötet. Fokus 98,2, Schnelligkeit 52,9%. Da müssen wir was verbessern. EP-Bonus 1880. Gesamtzeit 0,943 Sekunden. Auch nicht mal eine Sekunde. Nuggets der Wahrheit. 2 von 3. Okay, da hätte ich mir mehr, aber ich dachte, ich hätte alle. Aber nächster Level sind 17.000. Das bedeutet, wir brauchen nur noch 7 Kills, beziehungsweise 6 und dann noch irgendwas daneben. Oder 5 und ein paar Bonus. Okay. Fähigkeiten. Haben wir was zur Auswahl? Fühlbare Punkte. Nein, aber mit Enter, um vorzufahren. Scheint fast ein bisschen zu leicht gewesen zu sein. Zu Schwierigkeitsgrad schwer wechseln? Nee. Also ich fand es nicht so leicht. Aber wir gehen jetzt weiter. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered when he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Okay, und ich denke, wir müssen jetzt fliehen. Nach Stinking Springs landete Billy the Kid und Silas Greaves im Gefängnis. Sie blieben dort bis zum Frühling. Für eine Handvoll heißes Blei. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Gefängnis von Lincoln, 28. April 1881. 4 Monate nach der Festnahme von Silas Greaves. They were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape, too. Huh? Kommen wir jetzt hier raus? Hallo? Hat sich das Bild jetzt eingefroren? Oder was ist hier los? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ah, da sind wir wieder. Und da ist plötzlich ein Schlüssel hereingeflogen. Den nehmen wir natürlich auch gleich. My first order of business was finding a firearm. Können wir hier überall rein? Ah, ein Geheimnis. Hier ist nichts drin. Hier war wohl Billy the Kid irgendwo drin. Neuer Level. Ja, so schnell steigt man auf. Luckily, I located Deputy Bob Olinger's mean-ass shotgun. Kaliber 10, Winner. Laut wie der Donner. Halbiert jeden Mann. Bob Oblingers Schrotflinte. Die gefällt mir doch richtig. I saw Billy through the window. And he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Woo! Was up, Pete? Oh my god! Bombs! Ich dachte mit einem Schuss. Hell yeah! That scatter gun looked like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. Okay. You hardly had to aim the damn thing. Wir haben jetzt eine verdammte Pistole. Everywhere looking for it. Can't get away! Okay, Scharfschüsse. Ich glaube, jetzt bringt das hier mit dem höheren Munitionskapazität echt mal. Das werden wir doch hier auch direkt mal machen. Einführen.
Wohin sollen wir? Ach, da längs, okay. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Suddenly, I was a fugitive. So, und damit renne ich hier aus dieser Stadt heraus. So, that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ah, da links, okay. Schnell hier irgendwie raus. Stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Okay, hier geht's nicht raus. Ach! Wir sollen da wieder runter. Ah, okay, da haben wir ein Nugget. Oder ähnliches. So. Längs schleichen, nicht wahr? Alles. Was? But hell, if they weren't all waiting for me. Me? Apparently some of them thought I was Billy. You hooligans go to hell. Okay, nee, so wird das nichts. Da müssen wir ein bisschen besser rangehen. Bisschen mit Energie. Nachladen. Holy shit. Wo sind sie? Okay, okay. Wo sind diese Bastarde? Wir wollen noch jeden von ihnen erwischen. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. Holy shit. I was just glad I had Deputy Bob's mean ass shotgun. Die wir aber nicht benutzen. Ja, sie schießen das so. Wollt ihr mal ein bisschen Munition kosten? Ja, wir sind. Okay, wo sind sie? Das ist doch. So much lead was whizzing by my head. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. Das glaube ich denen. I knew I needed to find a horse. Wir müssen ein Pferd. Wow! I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Holy shit. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Okay. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. What? Can't hear you. So, erledigen wir die mal. Was finden wir dahinter? Oder wen finden wir dahinter? Show yourself, coward! God damn you! Wo sind sie? Okay, da haben wir ein Geheimnis. Plus 1000 Erfahrungen, cool. Und da kommen wir. Okay, hier raus. Irgendwie. Wow. Ruckel, ruckel, ruckel. Ah, okay, da haben wir eine Leiter. Moment. Fängt sich das Spiel kurz wieder? Nuggets der Wahrheit. Was findet ihr hier? Billy the Kid. Ah, okay. Bisschen hochklettern. Was geht mit den Texturen ab und was geht gerade mit meinem Framerate ab? Ah, jetzt haben wir sie. Oder auch nicht. Well, where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. Schrotflinte oder dieses fette Ding? Ich glaube, ich nehme das hier aber erst.
schauen wir nochmal. Ah, jetzt geht's wieder. Ich weiß gerade nicht, was los ist, aber gleich können wir... Warne mir. Ah, Mann! So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Holy shit, okay. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Oh mein Gott, ruckelt das gerade. Weiß gerade echt nicht, woran es liegt. Because everybody in Lincoln would be dead. No, because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Okay. Nachladen und in die Ecke. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Warum ruckelt das? He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean ass shotgun. Ja. Anyway. Aber er kann sich trotzdem noch finden. Der die Wölfe nicht haben. But the cards were dealt and I had no choice but to play them. Wir müssen den nächsten Speicherpunkt finden, da ich hier aufhören muss aufzunehmen. Wie er sicher merkt. An der Ruckelheit. Ja. You can run, but you can't hide forever. Okay, wir werden die letzten 10 Sekunden hier mit Ruckeln spielen. Okay, lauf, lauf, mein Freund, lauf. Trotz Ruckeln schaffe ich es immer noch, hier perfekte Kopfschüsse zu zielen. Okay. Nein! Warum kriegen wir gerade plötzlich so viele Punkte für Kopfschüsse? Komm. I guess Billy saved your ass. Taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, oh, shit. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street. Eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Pass auf, mit dem meine Hand putzt. Oh mein Gott! Wenn du dein Herz schluckst, kannst du deine Waffe zuerst sehen. Das wird jedoch als unherrenhaft betrachtet und entsprechend gewertet. Das werden wir nicht machen. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Erfolg! Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Ziemlich blöd, aber Erfolg. EP Gesamt 24.820, wir sind Level 25, okay, nächste Folge werden wir aufsteigen. Erledige 32, das ist ein ziemlich weniger Präzision, 51, 6-schüssiger Kopfschuss, Bob Ollinger, ehrenhaft getötet, Fokus 75, Schnelligkeit 16,7%, 900, Gesamt, okay, 2 von 4 nur, okay. Auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Call of Juarez. Ich bin Azosai und viel Spaß!